Kann ich etwas von deinem Kuchen essen? Ja, das kannst du ruhig machen. Natürlich mache ich es ruhig. Warum sollte ich beim Kuchenessen unruhig sein? Nun, dieses Missverständnis kommt daher, dass die erste Person eine Bedeutung von ruhig nicht kennt. Ich werde dir in diesem Video das Wort ruhig erklären und am Ende gebe ich dir noch eine Bedeutung, die manche Deutschlerner nicht wissen. Viel Spaß mit diesem Video. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Ruhig hat mehrere Bedeutungen, wie eigentlich fast jedes Wort in der deutschen Sprache. Ruhig bedeutet ohne starke Gefühle. Er wurde nicht wütend, sondern hörte mir ruhig zu. Ich spreche jetzt mit dir und ich bin sehr ruhig. Ja? Wenn ich nicht ruhig wäre, dann wäre ich so und dann wäre ich ganz aufgeregt und dann wäre ich vielleicht wütend oder sehr leidenschaftlich und so weiter. Aber das bin ich nicht. Ich bin ganz ruhig. Die zweite Bedeutung des Wortes ruhig ist, dass man sich nicht viel bewegt. Ja? Oder dass etwas sich nicht viel bewegt. Angenommen, wir sind auf einem Schiff auf hoher See. Wir sind auf einem Schiff auf dem Meer. Und es gibt gerade wenig Wellen auf dem Meer. Dann kann man sagen, die See ist sehr ruhig. Das Meer ist sehr ruhig. Es bewegt sich nicht stark. Also ist es ruhig. Die dritte Bedeutung ist ohne Stress. Ja, sie lebt auf dem Land. Sie führt ein ruhiges Leben. Wir hatten heute einen ruhigen Nachmittag. Es ist nicht viel passiert. Wir hatten keinen Stress. Wir hatten einen ruhigen Nachmittag. Ja, das ist die dritte Bedeutung. Und die vierte Bedeutung, und damit wirst du das Gespräch am Anfang verstehen. Die vierte Bedeutung ist ohne Angst. Ja, zum Beispiel, ich bin nicht mehr krank. Du kannst ruhig kommen. Ja, ohne Angst beschreibt die Bedeutung nicht wirklich sehr genau. Ja, wie gesagt, im Beispiel meinte der Typ, du kannst den Kuchen ruhig essen. Ja? Oder wenn jemand krank war, dann kann er sagen, ich bin nicht mehr krank, du kannst ruhig kommen. Ja? Das ist ohne Angst. Ja? Du kannst ohne Angst kommen, weil ich dich nicht mehr anstecken kann. Ja? Und ruhig könnte man auch mit dem englischen Wort feel free übersetzen. Ja? Feel free ist eigentlich eine sehr gute Übersetzung für ruhig, wenn man es in diesem Sinne gebraucht. Ja? Der Mann fragt, kann ich deinen Kuchen essen? Und der andere sagt, ja, iss den Kuchen ruhig. Ja, und auf Englisch würde man sagen, feel free to eat the cake. Ja? Und das ist die vierte Bedeutung von ruhig. Und jetzt weißt du ein kleines bisschen mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.